Jack Smith. Der Yeti ist tot. Eine Kurzgeschichte von Walter Fricke. Privatdetektiv Jack Smith hasste diese langen Reisen. Es war nicht das erste Mal, dass er am Zug saß, doch dieses Mal war irgendetwas anders als sonst. Vielleicht lag es am Zug. Der Artikel, den er vor kurzem im Time Magazine über diesen gelesen hatte, klang vielversprechend. Smith nahm seinen Hut ab und legte ihn auf den Sitz neben sich. Mit gewohnter Routine holte er aus der linken Jackentasche sein goldenes Zigarettenetui, als es plötzlich im Lautsprecher rechts über ihm an der Wand knallte. Ladies and Gentlemen, willkommen im Super Mega Maximum Starfire Express. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Fahrt oder nehmen Sie eine unserer zahlreichen Attraktionen unseres Bordkomforts in Anspruch. Besuchen Sie unsere Bahnwaggon 10 vorne oder schwimmen Sie eine Runde in unserem Spa auf Deck 2. Unsere synthetische Parkanlage im Kellergeschoss lädt zum Wandern ein und der Golfplatz ist im Preis mit inbegriffen. Vergessen Sie nicht unseren Tanz im großen Saal heute Abend. Der Captain und sein Team wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ein kurzes Knacken später war es wieder still. Donnerwetter, dachte Smith. Die haben mir sogar eine Bar an Bord. Smith war schon länger nicht mehr auf einem richtigen Tanzball gewesen. Es war ihm bereits jetzt schon ein inneres Blumenpflücken, sich unter das Schickimicki-Volk zu mischen. Er entschloss sich noch kurz zu duschen, entschied sich dann aber doch für ein ausgiebiges Bad, nachdem er sich gründlich rasiert hatte. Bevor er sein Abteil verließ, überprüfte er noch kurz den Sitz seiner 8-Dollar-Krawatte und rückte seine Fliege zurecht. Dann machte er sich auf den Weg durch den eng geräumigen Flur zum Fahrstuhl, mit dem er die lange Wendeltreppe bis hinunter zum Ballsaal fuhr. Es war genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. Eine Live-Kapelle spielte Mozart-Musik und lauter reiche Leute trugen ihre Abendgarderobe zur Schau. Smith nahm sich erstmal ein Glas Sekt von einem der vielen Tabletts, die im Umlauf waren, und schlenderte hastig zur Bar. Denn es war Zeit für einen bitter nötigen Drink, ohne den sich die Atmosphäre hier wohl kaum ertragen ließe. Wie gewohnt bestellte er sich einen doppelten Schoko-Bananenshake ohne Alkohol mit viel Rum und zündete sich gekonnt eine Zigarette an, wobei er sich die Wimpern verbrannte. Jack Smith bückte sich, um sein Feuerzeug aufzuheben, das ihm jedes Mal herunterfiel, wenn er sich die Wimpern verbrannte, als ihm die unendlich langen Beine auffielen, die rechts neben ihm standen. Entschuldigen Sie, gehören die Ihnen? Fragte er, ohne sich auch nur im geringsten beeindruckt zu zeigen. Nein, die habe ich mir von Marilyn Monroe geliehen. Smith wusste sofort, dass das nicht sein konnte, denn Marilyn war schon lange tot. Er beschloss es ihr nicht zu sagen, denn vielleicht war noch mehr aus ihr herauszubekommen. Mein Name ist Smith. Jack Smith. Oh, angenehm. Mein Name ist Waltraud. Das ist ein germanischer Name und bedeutet so viel wie, die sich nur im Wald traut. Nein, Scherz beiseite. Ich heiße Kohn. Silly Kohn. Aber Sie dürfen mich gerne Silly nennen. Hübscher Name. Passt zu Ihnen, sagte er, nachdem er einen kurzen Blick auf ihre beiden Ohren geworfen hatte. Möchten Sie etwas trinken? Fragte er mit einem dezenten Lächeln auf den Lippen, wobei er bis über beide Ohren grinste. Sehr gerne. Sie strich ihre pechblonden Haare aus dem Gesicht, rückte ihren Barhocker etwas mehr an den von Smith und schlug ihre unendlich langen Beine übereinander. Sagen Sie, Mr. Smith, was macht eine PSS im Gegensatz zu einer herkömmlichen SPS so sicher? Nun ja, antwortete Smith. Um den hohen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, ist die PSS 3000 dreifach redundant aufgebaut. Bei dreifach redundanten Steuerungen stehen nach sicherheitstechnischen Versagen eines Systems immer noch die beiden anderen Systeme zur Verfügung, die die in einen sicheren Zustand versetzen, das heißt diese abschalten. Silly nippte an ihrem Drink. Wow, boy, woher wissen Sie so viel über so einen Krams, was sonst keiner weiß? Tja, erwiderte Smith cool. Ich weiß alles. Er wusste, jetzt hatte er das Eis gebrochen. Er hatte sie mit seinem Krams, was sonst keiner weiß, beeindruckt und schon bald würde die Kleine wie Eis in seinen Händen schmelzen. So war es immer, dachte er gerade, als er plötzlich durch ein lautes Geräusch aus seinen Gedanken gerissen wurde. Blitzschnell, wie ein brennender Goldhamster, griff er instinktiv zum Schulterholster, das er immer am rechten Oberschenkel seines linken Beines trug. Oh, die Kapelle hat einen Tusch gespielt. Sehen Sie, der Captain betritt die Bühne! Blubberte es aufgeschäumt aus Silly heraus. Die mächtigen Muskeln in Jacks Gesicht entspannten sich wieder. Er war Opfer seiner katzenartigen Reflexe geworden. So etwas passiert einem Mann mit seinem Beruf schon mal und er hatte weiß Gott schon viel erlebt. Oh, wie schön, sagte er und versuchte dabei so lässig wie möglich auszusehen. Jetzt hallte die Stimme des Captains durch die Lautsprecher und erfüllte den Saal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Wir haben nicht nur die Jungfernfahrt des niegelnagelneuen Super Mega Maximum Starfire Express zu feiern, sondern wir alle hier an Bord werden heute Nacht Zeuge eines historischen Ereignisses, das in die Geschichte eingehen wird. Um exakt 12 Uhr Mitternacht wird der Super Mega Maximum Starfire Express die niegelnagelneue höchste und längste Brücke der Welt überqueren. Sie
Nikens für ihn gebaut wurde. Die niegelnagelneue, höchste und längste Brücke der Welt wird uns direkt über das Himalaya-Gebirge führen. Wir werden ungefähr 3 Stunden lang mit 500 Kilometer pro Stunde über die Bahngleise rasen und das in einer Höhe von 8.898 Metern. Wahnsinn, finden Sie nicht auch, Mr. Smith? Nun ja, ich fahre öfter mit der Bahn, da ist man so ein Zirkus gewohnt. Die Kleine war offensichtlich ziemlich begeistert von dieser ganzen Sache und hakte sich bei Smith ein. Kommen Sie, Mr. Smith, wir suchen uns einen Fensterplatz, damit wir alles sehen können. Nachdem Smith anfangs noch etwas gezögert hatte, hüpfte er schließlich doch fröhlich mit dem Mädchen in Richtung Fensterplatz und die beiden sangen dabei ein lustiges Lied. Warum sind wir so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ungeheuer fröhlich, so fröhlich waren wir doch nie? Smith bestellte sich noch einen doppelten Schoko-Bananenshake ohne Alkohol mit viel Rum, obwohl er noch vom ersten ständig aufstoßen musste, und Selina noch 2 doppelte Jägermeister und ein Gläschen Unterberg. Unglaublich, was die Kleine so für harte Sachen in sich reinkippen kann, dachte Smith und äußerte. Unglaublich, was sie so für harte Sachen in sich reinkippen können, dachte ich mir gerade. Oh, früher habe ich mir auf Sekt gestanden, aber die Rülpserei hat mich gestört. Verstehe, antwortete Smith, denn er hatte verstanden. In diesem Moment setzte die Kapelle zum wiederholten Male zum Tusch an und jemand brüllte ins Mikro. Es wäre nun soweit, denn es war wohl jetzt soweit. Oh, es ist wohl jetzt soweit, rief Silly und sprang auf. Was ist jetzt soweit? Fragte Smith erschrocken, während er noch mit dem letzten Schluck Schoko-Bananenshake kämpfte. Na, die Himalaya-Überquerung steht kurz bevor. Die Welt hielt den Atem an und der Zug raste mit rasender Geschwindigkeit auf die Brücke zu. Wir sind drauf! Schluchzte Silly mit feuchten Augen und auch Smith konnte sich eine kleine Träne nicht verkneifen. Die Kapelle spielte einen Tusch nach dem anderen und die Sektkorken knallten gefährlich in der Gegend herum. Es war beeindruckend. Smith zündete sich gekonnt noch eine Zigarette an, wobei er sich routiniert die Wimpern verbrannte und wie immer sein Feuerzeug fallen ließ. War das eine Stimmung? Der völlig betrunkene Captain musste sich das eine ums andere Mal übergeben und die Musiker der Kapelle fielen ab und zu von der Bühne. Smith bekam sein Sodbrennen unter Kontrolle und Silly die Flasche Jägermeister leer. Man tanzte, sang und lachte. Alle waren glücklich und zufrieden. Plötzlich hallte ein Schrei durch den Saal und die Musik verstummte. Das Zimmermädchen stand weinend auf der Bühne und heulte ins Mikrofon. Der Yeti ist tot! Welcher Yeti? Rief Smith. Der Yeti von Zimmer 23! Schluchzte das Zimmermädchen. Ach, der von Zimmer 23, dachte Smith. Zusammen mit dem Bordarzt trug Smith den Captain zum Aufzug. Silly, das heulende Zimmermädchen und ein paar andere Passagiere folgten ihnen. Welches Deck? Fragte Smith das Zimmermädchen. Das dritte, antwortete dieses und drückte den Knopf, wobei sie noch rasch den Nippel durch die Lasche ziehen musste. Dann drehte sie noch schnell mit der kleinen Kurbel bis ganz nach unten und schon waren alle auf dem vierten Deck. Das ist nicht das dritte Deck, bemerkte der Arzt. Mist, fluchte Jack. Haben Sie auch mit der kleinen Kurbel bis ganz nach unten gedreht? Natürlich, sagte das Zimmermädchen. Dann erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die richtige Tür auf, lallte der Captain und summte vor sich hin. Kurz darauf fanden sich alle vor der Tür des toten Yetis ein. Treten Sie bitte zurück, meine Damen, bat Jack die ängstlichen Frauen. Zum Glück kannte Jack keine Angst und stieß die Tür auf. Ein entsetzlicher Anblick bot sich unserem Helden. Der Yeti lag tot am Boden, über und über voll Blut. Das Messer, scheinbar die Mordwaffe, steckte noch in seiner Brust. Okay, keiner fasst etwas an. Alles muss so bleiben, wie es ist, rief Smith. Vorsichtig näherte er sich der Leiche, als er plötzlich über einen großen Sack Erde stolperte, der am Boden lag. Smith raffte sich auf und betrachtete die matschigen Spuren auf dem Parkettboden. Irgendetwas war seltsam an ihnen. Zum einen konnte man deutlich den Abdruck des Schuhs erkennen, zum anderen war da noch ein eigenartiger kleiner, runder Abdruck, den Smith nicht zuordnen konnte. Bringt alles nichts, sagte er. Den Täter finden wir nie. Könnte praktisch jeder hier an Bord gewesen sein. Jack Smith wusste, wo seine Grenzen waren und Wunder bewirken konnte selbst er nicht. Er beschloss, erstmal etwas frische Luft zu schnappen und suchte mit Silly die synthetische Parkanlage auf. Es war erstaunlich, wie viel Platz doch heutzutage in einem ganz normalen Zug sein kann, wenn man die Räumlichkeiten nur richtig aufteilt. Komm, Jack! Wir setzen uns dort an den Ententeich. Während Silly die Enten fütterte, ließ Smith seine Blicke über die Plastiklandschaft schweifen und fragte sich, ob die Enten wohl aus Gummi waren. Und überhaupt, wie hatten die das mit den Vögeln, Bienen und all dem anderen Getiers gemacht, was hier so kreuchte und fleuchte? Und was war mit den anderen Passanten, die hier herumspazierten? Waren die wohl echt? Plötzlich fiel Jack etwas auf. Direkt neben ihm, auf dem weichen Boden, ob echt oder unecht, waren sie wieder. Die gleichen Abdrücke. Der eines Schuhs und daneben dieser kleine runde Abdruck. Entschuldigung, würde es Ihnen etwas ausmachen, die Enten nicht zu füttern? Die sind aus Silikon, brummte eine Stimme. Smith schaute auf. Es war der einbeinige Gärtner mit dem Holzbein. Oh, Verzeihung, sagte Silikon und aß das Vogelfutter selbst auf. Der Gärtner mit dem Holzbein warf einen flüchtigen Blick auf seine Plastikuhr, wobei wohl mehr die Gestik zählte, als nachzusehen, wie spät es war. Wir schließen gleich und ich muss den Strom abschalten und die Luft aus den Enten lassen. Wir wollten gerade gehen, nicht wahr, Silly? Meinte Jack und warf einen Blick auf ihre Ohren. Gemeinsam schlenderten sie hastig zum Aufzug und fuhren nach oben.
Jack hatte heute wieder einmal einsehen müssen, dass man nicht immer gewinnen kann. Was soll's, dachte er sich. Den nächsten Fall löse ich bestimmt.